Schmölkwitz-Eichwalde, ein kleiner beschaulicher Ort im Süden von Berlin, schön gelegen am Zeuthener See. Und neben viel Wasser kann Schmölkwitz auch auf eine lange Fußballtradition zurückblicken. Und hier fand sich nun unsere Askania um ihren Trainer Christian zu einem kleinen, aber feinen 2000er F-Jugendturnier ein. Neben zwei Schmölkwitzer Mannschaften war auch die Truppe vom SVM Gosen mit von der Partie. Eingeladen wurden ebenfalls noch die Mannschaft vom RSV Waltersdorf und ein guter alter Bekannter, die Mannschaft vom FSV Friedrichshagen um ihren Trainer Dieter, die mit uns noch eine Rechnung offen hatten. Gespielt wurde in der Halle ohne Seiten aus, 9 Minuten und jeder gegen jeden. Ein wirklich schönes Turnier mit stark besetzten Mannschaften und wir fangen ohne große Umschweife an. Der Gastgeber mit seiner ersten Mannschaft trifft auf den FSV Friedrichshagen. Die Schmölkwitzer, wie fast alle traditionellen Chemiemannschaften in ihrem Grün-Weiß, haben Anstoß. Die erste Chance jedoch hat der FSV Friedrichshagen. Hier fehlte noch ein bisschen die Feinjustierung, aber der FSV Friedrichshagen blieb weiter am Ball und setzte die Schmölkwitzer in der Anfangszeit gehörig unter Druck. Der FSV spielte ein sehr hohes Pressing, sodass die Schmölkwitzer kaum aus ihrer eigenen Hälfte herauskamen. Wenn es einen kleinen Kritikpunkt geben könnte, dann den, dass die Chancenverwertung nicht ganz optimal lief. Mit zunehmender Spieldauer kamen dann auch die Schmölkwitzer mehr in die Partie und erarbeiteten sich ein, zwei gute Chancen, ohne jedoch wirklich zwingend zu wirken. Kurz vor Ende der Partie nochmal eine Chance für den FSV Friedrichshagen. Über die rechte Seite passt der Stürmer nach innen zu dem freistehenden Spieler, aber der verzieht leicht neben das Tor. Die direkte Antwort des SV Schmölkwitz-Eichwalde. Über die linke Seite zieht der Stürmer ab, schießt aufs Tor. Brillante Parade vom Torwart, der Gegenschuss geht rein und es steht 1:0 für Schmölkwitz-Eichwalde. Von diesem Schock kurz vor Ende konnten sich die Friedrichshagener nicht mehr erholen und somit verloren sie ihre erste Partie mit 0:1. Wir gehen gleich weiter zur zweiten Mannschaft von Schmölkwitz-Eichwalde gegen unsere Askania-Truppe. Auf dem Papier als leichter Favorit legten unsere Askania-Jungs auch sofort los und erarbeiteten sich die ersten Chancen. Aber der Schmölkwitzer Torwart war an diesem Tag sehr gut aufgelegt und vereitelte so ein um die andere Chance. Die gesamte Partie war eher dadurch geprägt, dass sich unsere Jungs im Mittelfeld sehr schöne Kombinationen herausarbeiteten, dann aber vor dem Tor versuchten, den Einzelabschluss zu suchen. Meist scheiterten die Angriffe denn an der fehlenden Präzision oder am sehr gut aufgelegten Torwart. Dritte Minute, Friedrich erobert den Ball, passt zu Fili, der zieht ab und scheitert wieder am Torwart. Nachschuss geht ins Aus. Nächste Chance, vierte Minute, Fili wieder am Ball, zieht ab und diesmal ist der Ball drin. Nach dieser 1:0-Führung sind die Schmölkwitzer aufgewacht und haben sich ihrerseits wieder Chancen erarbeitet. Aber auch hier fehlte die letzte Präzision. Herrlicher Pass von Fili auf die rechte Seite. Tobi zieht nach innen, aber Fili kommt den einen berühmten Schritt zu kurz. Samuel Ball zieht ab auf den Torwart. Etwas unsicher, aber im Nachfassen geklärt. Nächste Chance. Wieder Sammy. Selbe Situation. Wieder aufs Tor und wieder kann der Torwart klären. Am Ende bleibt es bei dieser knappen Führung für Askania und wir gehen zur nächsten Partie. Waltersdorf gegen Gosen. Während unsere Askania um die Stärke von Schmölkwitz 1 und FSV Friedrichshagen wusste, waren diese beiden Mannschaften eher die unbekannte Komponente in diesem Turnier. Und auch nach dieser Partie waren unsere Askania um ihren Trainer Christian wenig schlauer, da beide Mannschaften sich leistungsgerecht 1:1 trennten. Nee, das mache ich nicht, Sammy. Nun denn als nächstes musste der FSV Friedrichshagen gegen Waltersdorf ran und die Truppe um Dieter wollte die unglückliche Schlappe aus der ersten Partie gleich wieder wettmachen und griff sofort an. Leicht verunglückter Abschlag vom Torwart zum Gegner, der sieht das freie Tor, zieht ab und plötzlich steht es auch hier 0:1 gegen den FSV. Der ließ sich davon überhaupt nicht beeindrucken. Herrliche Balleroberung von Max mit dem Auge zum Spieler, der frei vorm Tor zieht nach innen, aber auch hier pariert der Torwart. Nächster Angriff vom FSV. Der Stürmer spielt auf der linken Seite den gegnerischen Verteidiger aus, steht frei vor dem Tor, zieht ab und scheitert am gut aufgelegten Torwart. Wieder der FSV, wieder mit einer herrlichen Spielkombination, wieder frei vorm Tor und wieder scheitert er am Torwart. Es scheint wie verhext zu sein an diesem Tage. Und wie es immer so ist, wenn man vorne den Ball nicht reinkriegt, achtet man nicht auf die Verteidigung, frei vorm Tor, 2:0 für den RSV Waltersdorf.
Am Ende verlor der FSV auch diese Partie knapp. Er schaffte zwar kurz vor Schluss noch den Anschlusstreffer, aber bereits die zweite Niederlage im zweiten Spiel. Es sah zu diesem Zeitpunkt eher nicht so gut aus für eine führende Tabellenposition. Weiter geht's ohne Pause. Unsere Askania-Jungs gegen den SVM Gosen. 20 Sekunden Spiel, langer Abschlag vom Torwart auf Abi. Der setzt sich konsequent durch gegen die Verteidiger, zieht ab und es steht bereits 1:0. Mit einem herrlichen Kombinationsspiel von Arvid und Friedrich bereiten beide das 2:0 durch Philly vor. Der zieht ab, im ersten Schuss noch glänzend gehalten vom Torwart, aber im Nachschuss schön mit der Außenseite ist der Ball zum 2:0 drin. Aber die Gosener steckten nicht auf, kommen frei vom Tor zum Schuss, aber scheitern auch hier am gut aufgelegten Torwart. Zwei Spiele, zwei Siege, es scheint gut zu laufen für unseren Trainer. Doch jetzt kommt der FSV Friedrichshagen und der hatte mit uns noch ein Hühnchen zu rupfen. Wir erinnern uns an diese legendäre Schneeschlacht, die wir knapp mit 4:3 in Friedrichshagen gewonnen hatten. Die erste Chance der Partie haben aber doch erstmal wir. Arvid schön vor dem Tor, setzt sich gegen zwei, drei gegnerische Spieler durch. Vielleicht ein Haken zu viel, zieht dann doch ab, aber scheitert am Torwart. Friedrichshagen im Ballbesitz. Durch schönes Kombinationsspiel kommt Bela an den Ball, spielt einen unserer Spieler aus, zieht ab und plötzlich steht es 1:0 für den FSV. Und der FSV macht weiter Druck. Nur durch äußersten Einsatz unserer Verteidiger wird hier diese Chance verhindert. Die anschließende Ecke. Irgendwie schaffen wir es nicht, den Ball aus dem Strafraum rauszukommen. Immer wieder kommt irgendein Friedrichshagener an den Ball. Der fasst sich ein Herz, zieht einfach mal ab. Und es steht 2:0 für den FSV. Dann wieder der FSV. Unsere Askania kommt zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht zum Luftholen oder zu irgendwelchen Entlastungsangriffen. Und das war's. Askania verliert 2:0 gegen den FSV. Etwas überraschend, aber letztendlich nicht unverdient. Drei Spieltage sind rum und wir schauen auf die Tabelle. Ungeschlagen führt vorne Schmölkwitz-Eichwalde, die ein 0:0 gegen die eigene Mannschaft erreicht hatten. An zweiter Stelle unsere Askania, Waltersdorf und Friedrichshagen in Schlagweite. Die zweite Truppe von Eichwalde und Gosen leicht abgeschlagen. Wir kommen zu den beiden letzten finalen Spieltagen. Wer dieses Turnier gewinnen wollte, musste beide seiner Spiele gewinnen. Schmölkwitz, Eichwalde mit seiner ersten Mannschaft mussten zuerst gegen Gosen ran. Und die legten gleich mal los und führten in der zweiten Minute mit 1:0. Dritte Minute, Angriff über die rechte Seite, herrlich den Torwart ausgespielt und es steht 2:0 für Schmölkwitz. Und dabei blieb es dann auch. Schmölkwitz dominierte die gesamte Partie und gewann am Ende verdient mit 2:0. Damit setzten sie unsere Askania und die Truppe vom FSV Friedrichshagen gehörig unter Druck. Wollten die noch vorne mitspielen, mussten sie beide jeweils ihre nächste Partie gewinnen. Also zwei Matchpoints für unsere Askania. Der erste gegen RSV Waltersdorf. Und wenn unsere Askania was kann, dann auf dem Punkt topfit zu sein. Erste Minute auf der rechten Seite. Philly setzt sich gut durch, zieht zu Pascal. Der zieht einfach mal ab. 1:0. Nächster Angriff, wieder über Philly. Schöner öffnender Pass zu Abi. Der geht aufs Tor, zieht ab. Klasse Parade vom Torwart. Nachschuss Philly. 2:0. Die Waltersdorfer wollten sich jedoch nicht völlig kampflos ergeben. Schön auf der linken Seite. Schuss. Aber mit Friedrich haben wir einen sicheren Rückhalt im Tor. Der direkte Gegenzug über Arvid. Herrliches Dribbling bis kurz vor den Strafraum mit dem Auge für Philly. Philly läuft aufs Tor zu, zieht ab, nein, nimmt noch einen aus und zieht dann ab. Es steht 3:0. Kurz vor Schluss noch das 4:0 durch ein herrliches Solo von Pascal und einem satten Schuss aufs Tor. Damit hat unsere Askania die richtige Antwort gegeben auf die Vorlage von Schmölkwitz-Eichwalde. Glückwunsch, Jungs, eine wirklich klasse Partie und damit wieder alle Ambitionen auf den Titelgewinn geltend gemacht. Jetzt nur noch ein Spiel gegen Schmölkwitz 1, das gewinnen und schon sind wir Erster. So, nun also der FSV Friedrichshagen, der sich mit dem Sieg gegen uns wieder deutlich in der Tabelle nach oben geschoben hatte. Doch was ist das? Schuss, klasse gehalten, Nachschuss unhaltbar und es steht plötzlich 1:0 für Schmölkwitz Eichwalde 2. Ein herber Dämpfer für Dieter und die Eichwalder machen weiter Druck, scheiterten aber ein ums andere Mal am gut aufgelegten Torwart der FSVler. Nur noch 4 Minuten zu spielen und die FSVler machten endlich Druck. Der Ball kommt an die Strafraumgrenze, der Schirmer zieht ab, sattes Ding in den Dreierangel, es steht 1:1. Wieder der FSV, wieder kommt der Ball an die Strafraumgrenze, wieder zieht der Stürmer ab und legt ein ordentliches Pfund zum 2:1 hin. Der ganze Frust der ersten beiden Spiele scheint in diesen Ball gesteckt zu haben. In der 9. Minute noch das kurioseste Tor zum 3:1 Endstand für den FSV Friedrichshagen. So, nun denn, alle drei Favoriten haben ihre Spiele gewonnen und es ist angerichtet für das Endspiel Schmölkwitz 1 gegen Askania Köpenick.
Das letzte Aufeinandertreffen beider Mannschaften gewannen unsere Jungs mit 4:2 in Schmökwitz und auch heute wollten sie unbedingt hier gewinnen. Und so legten sie auch los und kamen schon nach 17 Sekunden zur ersten kleinen Chance. Es entwickelte sich eine wirklich spannende Partie, in der sich beide Mannschaften nichts schenken. Die Ecke nimmt der Torwart sicher auf, wirft dann aber etwas unglücklich zu unserem Verteidiger. Der kommt an den Ball, nimmt noch einen von Schmökwitz aus, zieht ab, trifft aber nur den Außenpfosten. Nächster Angriff über die linke Seite. Pascal kommt an den Ball, zieht aufs Tor zu, schließt ab, aber auch diesmal ist der Schmökwitzer Torwart der Sieger. Unsere Askanier hatten zu diesem Zeitpunkt der Partie leicht Oberwasser, was ja auch nicht verwundert. Wir mussten unbedingt gewinnen. Ein Unentschieden würde nicht reichen, um an Schmökwitz Eichwalde vorbeizuziehen. Nächster Angriff. Philly spitzelt gekonnt den Ball zu Tobi. Der sieht freistehend, läuft aufs Tor zu, zieht ab. Aber auch hier, der Schmökwitzer Torwart ist an diesem Tag anscheinend unbezwingbar. Achte Minute. Philly klärt zur Ecke und während der Kameramann noch beschäftigt ist zu klären, ob es wirklich eine Ecke war. Ja, es war eine Ecke. Verpasst er das 1:0 der Schmökwitzer. Noch eine Minute und Askanier muss jetzt zwei Tore schießen. Das ist sicherlich nicht unmöglich, wie die Bayern sich in 1999 erinnern konnten, aber es wird äußerst schwer und mit dem Torwart fast unmöglich. Am Ende sollte es nicht reichen und Schmökwitz geht hier als der verdiente Sieger vom Platz. Was unsere Jungs natürlich wurmt, haben sie sich doch die ganze Zeit hervorragend verkauft. Durch diese 1:0 Niederlage, die uns kurz vor Ende noch den Titel kostete, trat nun eine ganz andere Mannschaft in Erscheinung. Sollte der FSV Friedrichshagen seine nächste Partie gewinnen, wäre er mit uns punktgleich und aufgrund des direkten Vergleichs gegeneinander würde er an uns vorbeiziehen. Drücken wir also den Gosen an die Daumen, dass der FSV nicht noch an uns vorbeizieht. Die legten auch gleich los. Hier verkürzt der Torwart wunderbar den Winkel und dadurch geht der Ball nicht ins Tor. Zweite Minute, Eckball Friedrichshagen. Der Kameramann scheint noch leicht mitgenommen zu sein vom vorherigen Spiel und verpasst so den 1:0 Treffer durch den FSV Friedrichshagen. Damit wäre der FSV vor uns, aber es ist ja noch genug Zeit für die Gosener zum Ausgleich zu kommen. Der FSV nun heiß auf den zweiten Platz, ließ jedoch keinen weiteren Angriff mehr zu, kam selbst sogar noch zu guten Chancen und gewann so am Ende verdient mit 1:0 und wurde Zweiter hinter Schmökwitz Eichwalde. Hier die Tabelle. Vorne ungeschlagen die Eichwalder, dann Friedrichshagen, unsere Askanier punktgleich, Waltersdorf in Schlagdistanz, Schmökwitz, Eichwalde 2 und Gosen leicht abgeschlagen. Damit geht ein tolles und spannendes Turnier zu Ende und wir begleiten unsere Jungs zur Siegerehrung, die doch wirklich mitgenommen zu sein scheinen, obwohl sie sich sehr gut verkauft haben. So ist es manchmal, Freude und Leid liegen dicht beieinander, wobei Leid hier der absolut falsche Ausdruck ist. Wir haben einen herrlichen, tollen oder was auch immer dritten Platz gelegt und mussten uns nur den beiden besten Mannschaften des Turniers geschlagen geben. In diesem Sinne nochmal einen herzlichen Glückwunsch an die Eichwalder, die verdient den Turniersieg in die eigene Arena geholt hat. Und auch wenn wir jetzt noch ein bisschen geknickt sind, ich jedenfalls freue mich riesig auf die nächsten Begegnungen gegen die Schmöcker. Zum Abschluss noch ein bisschen Smalltalk unter Fachleuten und dann kommen wir auch schon zur Siegerehrung. Also Tobi, Liam, Sammy, Friedrich und alle anderen, Kopf hoch, dritter Platz, herrliche Leistung, super gespielt, was will man mehr? Dankeschön. Zweiter Platz im Herzschlagfinale geht an den FSV Friedrichshagen. Auch hier herzlichen Glückwunsch und Dankeschön für ein tolles Match. Und was soll man sagen, ohne ein einziges Gegentor und nur ein Unentschieden gegen die eigene Mannschaft, verdient der Sieger des Turniers Schmökwitz Eichwalde 1. Herzlichen Glückwunsch und danke für ein tolles, faires und spannendes Turnier. Und da steht ja der Pokal. Überreicht wird er von den Veranstaltern und Schiedsrichtern, die ebenfalls an diesem Tag einen super Job gemacht haben. Das letzte Wort hat dann aber doch wieder unsere Askanier. Die Torjägerkanone mit 4 Treffern im Spiel geht an Philly. Super, klasse und auch hier ein riesen Dankeschön. Und guckt nicht so traurig. Das war's von meiner Seite. Ich sage Tschüss und auf Wiedersehen. Wir sehen oder hören uns beim nächsten Turnier.